Song down. Herzlich willkommen zur großen Maul- und Clownseuche-Show mit den meisten Gags für Sie zu Hause. Vorsicht. Neu! Neu, meine Damen und Herren, Sie haben es gelesen. Maul- und Klauenseuche kann auch von Vögeln übertragen werden. Von Vögeln. Ich habe es gerade noch in den Nachrichten gesehen, meine Damen und Herren. Und zwar in England blinkt es jetzt überall schon auf der Karte auf. Alles neue Gebiete. Ja. Man muss schon die Kinderlieder ändern. Es wird bald heißen, kommt ein Vogel geflogen, setz sich nieder auf meinen Fuß, hat ein Bläschen am Schnabel, bringt von England einen Gruß. Wenn das so weitergeht in der Landwirtschaft, oder es wird nicht lange dauern, dann macht Elton John einen neuen Text auf Old MacDonald Had a Farm. Und zwar, Old MacDonald Had a Farm. Schluss. Hunde sind auch gefährdet. Ich sag das, weil ich weiß, dass mich sehr, sehr viele ältere Frauen zu Hause alleine mit ihrem Pudel sehen jeden Abend. An dieser Stelle, auch für Frauchen. Ja, sie sind gefährdet, meine Damen. Stellen Sie mal gerade das Pickelöhrchen aus der Hand. Wirklich wahr. Wissen Sie, was das Gefährliche ist, wenn Sie einen Hund haben? Wenn Sie ihm die Leberwurst vom Maul weglecken. Können Sie auch nicht BSE. Das holt man sich eigentlich BSE. Ich glaube, wenn man sich das Steak direkt ins Hirn spritzt, habe ich gelesen. Ja. Dann kriegt man BSE. Man weiß ja nicht mehr, was man essen soll. Oder? Ich bin auch sehr, sehr vorsichtig geworden seit dem Ausbruch von MKS. Das ist die Abkürzung. Maul- und Klauenseuche. MKS. Ich schaue sehr genau nach 10 auf der Autobahn, was ich hinten in den Kofferraum lade. Yeah. Maul- und Klauenseuche, hat man fast schon vergessen. Ich glaube, mit dieser Methode ist auch Angela Ermer-Kocher schwanger geworden, oder? Ja. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist eine dieser schönen jungen Frauen, die dessen Beruf für mich überhaupt erst lohnenswert machen. Früher war sie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das ist lange her. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Filmschauspielerin. Auf der Berlinale hat sie mit der Dicken aus Titanic Geburtstag gefeiert mit Kate Winslet. My heart goes auch bald nicht mehr on. Heute Abend bei uns Alexandra Neldel! Und mein zweiter Gast, einer der attraktiven jungen Moderatoren. Trotzdem arbeitet er beim ZDF und er ist dort der gekrönte König am Nachmittag. Jeden Nachmittag 16 Uhr die außergewöhnlich erfolgreiche Quiz-Sendung Risiko. Eine meiner Lieblingssendungen jeden Tag. Bei uns heute Abend Kai Böcking! Gags on Demand bei uns, meine Damen und Herren. Zwei Witze auch heute wieder für Sie versteckt in dieser Show. Hätten Sie gedacht, jetzt mal ganz ehrlich, Ruhe bitte. Gelächter macht mich nervös, ja? Hätten Sie gedacht, dass wir jetzt schon das Jubiläum 30 Jahre Döner-Kebab feiern? Ja? Unglaublich, oder? Das wissen die Kinder gar nicht mehr. Ja, früher würden Tiere geschlachtet, um sie zu essen. Ja. Mein Lieblingstier in der Dialog in der Dönerbude ist, dass man sagt, sagen Sie mal, essen Sie bei Ihnen in der Türkei auch Döner?
Weiß nicht, ich bin Iraner. Ich esse sehr gern Döner, ja? Und der Döner hat der guten alten Berliner Bulette, wa? Konkurrenz gemacht. Was ist denn der Unterschied? Der Döner ist, ja, beim Döner wird das Fleisch in eine Brötchentasche gesteckt. Und bei der Bulette hält eine dünne Fleischschicht das Brötchen zusammen. Döner, Bulette. Und ich finde, gerade wenn sie zur reiferen Generation gehört, die dieses Land entweder mit zerstört oder mit aufgebaut hat, dann, meine Damen und Herren, ist Döneressen das ideale Training für ihr Kreuz. Weil so isst man einfach Döner. Zeit für den Räusperer des Tages. Und Klauen. So, hat man falsch. Nochmal, was? Ich mach's nochmal. Lass es. Moment. Zeit für den Räusperer des Tages. Heute, meine Damen und Herren, haben wir ein fabelhaftes Programm für Sie. Bin sehr gespannt, womit mich meine Mitarbeiter heute überraschen werden. Liebling des Monats wird von Ihnen gewählt. Und ich sage es mal, wenn Sie auch zu den Fans des Bayerischen Rundfunks gehören, wie ich das tue, schauen Sie bitte genau auf Ihre Rechnungen. Eine Zuschauerin von uns hat dort gestern Abend online etwas bestellt. Und zwar den Spielfilm Space Knight 3. Das ist aber, glaube ich, gar kein Film. Sondern das ist dieses tolle im Bayerischen Rundfunk, wo die Erde aus einem Raumschiff gefilmt wird. Und das geht einfach die ganze Nacht. Space Knight. Und siehst du da, und dann blende ich ein Afrika, Südamerika, sieht toll aus. 3 Stunden, gucke ich oft nachts. Entspannt, müssen wir gucken, so 3 Uhr morgens oder so. Space Knight. Und Frau Helga Steuer hat Space Knight 3 bestellt, online. Und sofort hat man ihr zurück bestätigt, jawohl, wir schicken Ihnen folgende 4 Filme. Nämlich Mr. Bean, Zorro, der Fluch von Cappuccino, Jetzt dreht I und Blickpunkt Sport. Man bestellt Space Knight und kriegt diese 4 Sendungen. Gut, warum nicht? Schaut mal halt die an. Aber billig ist das nicht, meine Damen und Herren. Moment. Schauen Sie. 9.752.757 Mark. Jetzt frage ich mich, sind die Rechte so teuer geworden an diesem Film? Nein, der BR, und das sollten Sie wissen, wenn Sie online bestellen, berechnet Folgendes. Man nimmt den Preis pro Kassette und multipliziert ihn mit Ihrer Postleitzahl. Hier ist die Postleitzahl. Da ist die Postleitzahl. Ja. Macht 9 Millionen und ein paar zerquetschte. Frau Steuer hat noch nicht bestätigt, sie muss erst noch zur Bank, aber ich glaube, dann kauft sie. So gehen Ehen kaputt. 10 Millionen Miese, was hast du gemacht? Ich hab 4 Filme bestellt beim BR. Das kann doch nicht so viel kosten. Mei. Blickpunkt Sport, ist das nicht mit Waldi? Das ist mit Waldi, genau, und seine Chefin, ihn so sexuell belästigt hat. Oder ähnlich, oder beinahe so. Dann haben wir Post bekommen von Frau Anita Becker aus München. Und zwar, Sie wissen, vor einiger Zeit habe ich Ihnen gesagt, kaufen Sie das Buch Ein Jahr mit Thomas Bernhard von Karl Ignaz Hennetmeier, der bei uns zu Gast war. Frau Becker hat dieses Buch gekauft und ist enttäuscht. Sie ging noch am Samstag danach in Münchens größten Buchladen. Wie heißt der? Hugendubel. Hugendubel, genau. Frau Becker war so empört, dass sie Hugendubel gleich mit Doppel-B geschrieben hat. Und jetzt bin ich bei ca. 220, Seite 22 schreibt sie, hätte noch etwas mehr als die Hälfte, das stimmt. Ich dachte, das Buch wäre der Knaller schlechthin, zumal du so davon schwärmtest. Also Anita, ja. Das Buch ist mittelmäßig. Was ist denn so großartig, Harald? Du liebst es anscheinend, wie er uns Frauen angreift. Erstmal stimmt das nicht und zweitens mal.
das ist ja nicht nur, das ist vielleicht mal auf jeder zweiten Seite oder so, aber... Das Buch ist sehr autobiografisch angelegt. Gut, das muss ich sagen, ist häufig bei Autobiografien der Fall. Aber man merkt sofort, dass T. Bernhard mitgearbeitet hat. Nachdem ich mehrere Bücher dieser Art gelesen habe, muss ich dir schreiben, der Inhalt war nicht sensationell, nicht aufregend. Ich habe ein Buch gelesen, das ähnlich angelegt ist. Es handelt sich um den großen B. Brecht. Sein Leben war wesentlich spannender. Ein bayerischer Kommunist, der emigrieren muss und im ungelebten Berlin bei den Preußen landet, das ist spannender. Seine Theaterstücke und so weiter. Und er ist das Gegenteil von Bernhard, denn sie schreibt, Bertolt Brecht war ein Frauenliebhaber. Und da hat sie recht. Das ist historisch erwiesen. Brecht hat Frauen so geliebt, dass er gleich vier bei sich wohnen hatte. Eine hat geputzt, eine musste Gitarre spielen und die zwei anderen haben gesagt, ja, Meister. Das war Brecht. Was ich außerdem nicht verstehe, Harald, ist, Thomas Bernhard hat sein Land total verachtet. Er hat über alles und jeden Österreicher abgelästert. Sein wohl bekanntestes Stück Heldenplatz ist eine einzige Abrechnung mit seiner Heimat und seinem Volk. Er schimpfte über die langweiligen, verschlafenen Salzburger, die zum Lachen in den Keller gehen. Er schimpfte über die größenwahnsinnigen Wiener, genauso wie die übertriebenen, lustigen, kitschigen Tiroler. Er machte den bayerischen Bauerndialekt nach und so weiter. Er schimpfte über alles. Das ist ja das Gute. Aber ich meine jetzt in den Stücken. Anita, M. Antrag wurde für den Grimme-Preis vorgeschlagen. Stimmt das wirklich? Der Herr, der jedes Mal nichts weiß, wenn etwas von dir gefragt wird. Es sei denn, aha, aha, aha. Aber vielleicht tut er nur so, als wüsste er nichts. Bekanntlich sind intelligente Streber unbeliebt. Das war in der Schule schon so. Anita, heißt sie überhaupt so? Ja, Anita, ich hoffe, du bist nicht zu sehr enttäuscht. Wirklich, das ist... Bücher, okay, das eine gefällt. Ich musste zum Beispiel auf Befehl von Herrn Antrag, Anita, komm ein bisschen näher. Stell mal deine Katze weg und komm ein bisschen näher, Anita. Und mach den Bademantel zu! Anita. Ich musste auf Herrn Befehl von Herrn Antrag ein Buch lesen. Und Herr Antrag schämt sich so, dass er jetzt sagen wird, wie dieses Buch heißt. Ich schäme mich überhaupt nicht. Ist ein großartiges Buch. Die Brautprinzessin von William Goldman. Die Brautprinzessin von William Goldman. Anita, kennst du das? Ich hab's gelesen. Aber nicht wie du bis Seite 22, sondern bis Seite 80. Und ist das Buch toll? Ja, du fandest es nicht so gut, aber du warst auch ein bisschen älter, als ich es gelesen habe. Er empfiehlt mir Bücher, die er als 17-Jährige gelesen hat. Du liest am Morgen Hanni und Nanni. Ja, das fand ich toll als Kind. Wenn ich krank war, habe ich Hanni und Nanni gelesen. Dann habe ich gemerkt, dass gar keine Jungs sind nach dem Buch. So, jetzt geht es weiter. Haben wir noch Zeit? Ja, oh, folgendes. Boris Becker und Sabrina Setlur soll schon wieder vorbei sein. Heißt es. Franz Beckenbauer, meine Damen und Herren, hat ein großes Interview in Bunte gegeben bei Bunte-Top-Autor Paul Sahner. Und schauen Sie, Franz ist ein völlig neuer Typ geworden. Schauen Sie das an, nachdenklich. Schauen Sie sich das an. Das sieht doch aus, als hätte Rodin ihm noch mal die Rübe gemeißelt, oder? Das ist doch wirklich... Ich lese ein Buch, das mir neue Dimensionen der Schönheit offenbart. Und zwar heißt dieses Buch, wir haben es heute besorgt, Einbruch in die Freiheit von Krishnamurti. Liegt bei Franz auf dem Nachtkastel. Und Krishnamurti, ich kannte ihn bis heute nicht, ist ein indischer Philosoph. Theologe, Philosoph, Theosoph. Theosoph. Ja, steht da so drin, Theosoph. Denker, ein Voltaire des fernen Ostens, ein Mensch, der einem... Hier hinten schreibt der Verlag, ohne dass er angibt, wer es geschrieben hat, Einbruch in die Freiheit ist wahrscheinlich das tiefste und inspirierendste aller Bücher von Krishnamurti. Es enthält zu allen wichtigen Fragen des menschlichen Lebens wegweisende Antworten. Ich habe nämlich heute gehört, im Brisant, Boris hat zu seiner Frau zurückgefunden. Das war der Grund für die Trennung. Er hat es nicht mehr gefunden.
Sehr gut. Wegweisende Antworten, die in ihrer Tiefe und Wahrheit wohl nur noch mit der Bergpredigt verglichen werden können. Steht dem Verfasser der Bergpredigt frei, hier rechtliche Schritte einzuleiten, ja? Aber es ist faszinierend, es ist zutiefst, zum Beispiel Thema Egozentrik. Liest Franz abends. Untertitel, jeder ist nur an sich selbst interessiert. Das war mir so nicht klar. Obwohl ich auch bin natürlich, habe mit Erschrecken festgestellt. Liebe, das ist was natürlich bei Franz und Boris gemeinsam interessiert. Wie das Franz abends wohl liest, weißt du, so im Bett, das Kissen hochgestellt. Nebendran Sibylle. Sibylle. Heißt das Sibylle, die Frau Sibylle, von Franz, ja, oder? Ja. Gute Nacht, ja, ich lese nur ein bisschen. Ich glaube, das ist dieses verletzte Gute Nacht. Gute Nacht. Und dann, meine Damen und Herren, liest Deutschlands Fußballdenkmal folgende Sätze in seiner Kitzbühler Hütte. Die Suche nach Sicherheit zieht Unsicherheit herbei. Wer Gott anbetet, betet sich selbst an. Wer Sexualität... Wer Sexualität verurteilt, verbannt die Schönheit. Ja, da schau her. Ja, die nächsten zwei Sätze sind ja Wahnsinn. In der Liebe gibt es weder Achtung noch Missachtung. Vor allem, Liebe kennt keine Pflicht. Verstehst du? Die Liebe löst alle Probleme. Liebe löst ist völlige Selbstpreisgabe. Das ist ja nur der Untertitel. Auch dieses Buch, Anita. Aber wenn du nicht willst, kauf's nicht. Krishnamurti, Einbruch in die Freiheit. Das Buch fürs Nachtkastel. Und du wusstest wieder nicht, was ein Nachtkastel ist. Ja, bei uns heißt das Nachttisch. Nachttisch? Nachttisch. Nachttisch, weil ich hatte zu Hause oft Nachtisch auf dem Nachttisch. Mit Hanni und Nanni? Was? War das wieder eine Frechheit? Nein. Du sollst mir nicht immer nachmaulen. Was hast du jetzt gesagt, Leise? Ob da Hanni und Nanni drauf lag. Bei dem Nachtisch auf dem Nachttisch. Nee, da lag Enid Blyton, fünf Freunde müsst ihr sein. Mit Georgina, die aber George genannt werden wollte. So, haben wir jetzt alles? Ja. Haben wir auch noch genügend Zeit? Ja, jetzt kommt einer der weiteren Höhepunkte des heutigen Tages, meine Damen und Herren. Boris Becker, fand er zu seiner Frau zurück, fragten heute Leute und Brisant. Paul Zahn hat ein Interview in Brisant gegeben. Mhm. Patricia Riekel von Bund, der hat ein Interview in Leute heute gegeben. Es ist unglaublich, also das Thema Boris scheint zu seiner Frau zurückgefunden zu haben. Hast du es gewusst? Ja, es stand heute Morgen in der Zeitung. Boris war unser Liebling des Monats im Februar. Ja. Jetzt geht es um den Liebling für den Monat März. Sie entscheiden und das sind unsere Vorschläge. Wer soll unser Liebling des Monats März und damit Nachfolger von Chefdecker Boris Becker werden? Hier sind unsere Vorschläge. Kandidat Nummer 1, Prinzessin Stephanie, der blaublütige Wonneproppen aus Monaco, den Partyfelsen an der französischen Riviera. Natürliche Anmut und geistige Enthaltsamkeit machten das Nesthäkchen des ewig jungen Fürst Renier zur Jenny Elvers des europäischen Hochadels. Früher konnte sie ganz toll singen. Heute kann sie sich prima durch die Haare fahren. Nach herben Enttäuschungen mit schmierigen Fischhändlern, windigen Playboys und öligen Heiratsschwindlern hat das dauergrazile Grimaldi-Girlie endlich ihre große Liebe gefunden. Zirkusdirektor Franco Knie. Der fesche Peitschen-Paganini hat den pomadigsten Charme seit Clark Gable und feiert Triumphe mit der Reintegration von schweren BSE-Fällen ins Showgeschäft. Tja, für Kühe und andere Trampeltiere hat der Mann ein Händchen. Alles hat Stephanie für ihn aufgegeben. Früher wohnte sie in einem Palast, jetzt genügt ihr Frankos Wohnmobil. Früher umgab sie grenzenloser Luxus. Heute reichen ihr 10 Quadratmeter inklusive Campingklo. Statt einer 26-köpfigen Dienerschaft nimmt sie lieber einen Stiefelknecht. Das alles nur für Franco Knie. Ach, Liebe macht doch tatsächlich blind. Kandidat Nummer 2, das Ahrtal. Das ist New York.
Ein stinkender Moloch, in dem die Brutalität und das fiese Matententum längst das blutige Zepter übernommen haben. Das ist Berlin, eine ungemein kotige Stadt kurz vor Sibirien, bevölkert von solch zwielichtigen Subjekten wie dem hier oder gar diesem hier. Das ist Seattle. Und weil von hierher Microsoft kommt, passieren auch ständig schwere Ausnahmefehler. Wir alle sind uns einig, Städte sind Hühnerkacke. Um wie vieles schöner ist es dagegen im anmutigen Ahrtal. Gott meinte es wahrlich gut mit der Welt, als er dieses pittoreske Fleckchen Erde mit weichem Strich in die wunderhübsche Eifellandschaft pinselte. Tja, und deswegen sind ganz, ganz viele zivilisationskranke Mitmenschen ganz, ganz oft hier zu Gast. Da gibt man dem geleasten Vierzylinder einfach mal die Sporen und erkundet die Gegend. In diesem beschaulichen Ahrtal, dem Feinen. Und weil's so schön ist, verweilt man manchmal sogar ein wenig länger als geplant. Fruchtbare Auenlandschaften wechseln sich hier ab mit den tief in den Fels geschnittenen Weinparadiesen der Mittelahr. Ja, köstlich lässt sich hier feiern und ein wenig Urlaub vom Alltag machen. In diesem bezaubernden Ahrtal, dem Entzückenden. Und die Altvorderen können unbeschwert träumen von der Zeit, als Computer und all dieser Tank noch unbedeutend waren. Mir juckt die Kimme vor Glück, denke ich an diese kostbare Gemarkung zwischen Altena und Bad Bodendorf. Und das Tollste am Ahrtal ist, bei einem Besuch der zahlreichen Swingerclubs der Region erhalten Sie eine Geschlechtskrankheit Ihrer Wahl gratis. Vorschlag Nummer 3. Ron Sommer und Jürgen Schrempf. Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass beide in gehobenen Positionen bei soliden deutschen Mittelstandsunternehmen ihre Brötchen verdienen. Viele Wirtschaftsbosse und renommierte Analystenhäuser nennen beide sogar häufig in einem Atemzug mit dem Wirtschaftsgigant Kim Schmidt. Die Unternehmensphilosophie ist klar. Klein, rein, fein, mein. Kundenzufriedenheit liegt beiden besonders am Herzen und wenn es mal erforderlich ist, packt der Chef selbst mit an, um eventuellen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Trotz dieses Einsatzes liegt derweil ein dunkler Schatten über den beiden. Ihre Unternehmen gerieten zu Unrecht in leichte finanzielle Komplikationen. Jürgen Schrempf widmete sich karikativen Zielen und kaufte in unterentwickelten Staaten wie Amerika und Japan marode Unternehmen auf, um den Erfolg mit ihnen zu teilen. Die Folge: raffgierige Kleinanleger verkaufen Unternehmensanteile. Den größten Fehler machte allerdings Ron Sommer. Er engagierte für umgerechnet 3 Milliarden Euro den geldsüchtigen Medienmogul Harald Schmidt für eine Marketingkampagne, die kein Unternehmen der Welt verkraften könnte. Längst durch Deutschland telefonieren. Mit Krängel.com. Infos, wie Sie auch so einen Krängel bekommen, unter 8888888888888 oder im P-Punkt. Der Flop ist nicht zuletzt am Aktienkurs ersichtlich. Unser Tipp für den Anleger: nachkaufen. Oder vielleicht auch nicht. Kandidat Nummer 4. Ekelhaft, widerlich, gemein. Die Maul- und Klauenseuche. Entstanden im Big Brother-Container, zieht sie nun ihre schreckliche Spur durch das Land. RTL zeigte sich über die Symptome der Insassen zu keiner Zeit besorgt. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Der Sender denkt sogar über Notschlachtungen nach. Und als wenn die Maul nicht ausreichen würde, haben wir jetzt auch noch eine Clownseuche zu verwalten. Grell geschminkte Schelme machen mit billigen Späßen unsere Frauen und Kinder verrückt. Fazit: stoppt die Maul- und Clownseuche. Vorschlag Nummer 5. Felix Magath, der den VfB Stuttgart retten soll. Ob sich Felix klug im Mantel versteckt, ob er wie ein kleines Engelchen gen Himmel blickt, ob er schimpft wie ein aufgebrachtes Rohrspätzchen oder ob er auf Kommando jede Hirntätigkeit einstellt. Felix ist irgendwie immer total süß zum Knuddeln, Liebhalten und tüchtig drücken. Wenn sein Verein verliert und eine Gewinnserie reißt, kann sich Felix freuen wie ein Kind. Dass die Serie gerissen ist, darüber bin ich froh. Und ich bin also darüber, dass die Serie zu Ende geht, erleichtert. Ja, so einen ulkigen Fratz muss man einfach mögen. Außerdem, wer vor wenigen Jahren noch solche Brillen trug, der sollte auch mal Liebling des Monats werden. Und nun sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Dankeschön, Sie haben gewählt. Unser Liebling im März heißt Felix Magath, das tapfere Schleiferlein. Jawohl! Mit einem brandaktuellen Foto. Mein Heimatverein. Der VfB Stuttgart, er war 26 Tage weg bei Eintracht Frankfurt und jetzt rettet er den VfB. Und ich glaube, es ist einfach schon, dass es heißt, mal. Ach so, wir müssen noch, wir müssen die Krawatten testen, meine Damen und Herren. Die Leiterin unserer Kostümabteilung, Frau Radloff, meine Damen und Herren. Ja, Frau Radloff. Natürlich, meine.
Wir müssen die Krawatten testen für morgen. Das muss immer vor der Kamera gemacht werden. Heute können Sie es machen, und zwar im Internet. Ja, genau. Also hier kann man das sehen. Es hat auch schon begonnen. Rot-Weiß-Krawatte führt im Moment, aber wir haben es ja noch früh. Wie, es hat schon begonnen? Wie hat es denn begonnen? Hat doch gerade erst angefangen. Ja, ja. Als es angefangen hat, hat es schon begonnen. Aber jetzt nach der Sendung. Aber jetzt, ist das getürkt wie bei allen anderen Shows auch? Nein. Also es ist jetzt, nicht getürkt. Nach der Sendung, jetzt sollte man natürlich nicht. Unmittelbar nach der Sendung. Genau. Die gestreifte, die rote oder die güldene? Ja. Vielen Dank. Bitte. Gisela, bis morgen. Danke. Was war das für ein Rot? Ist schon weg. War das jetzt klar? Habe ich das klar genug erklärt? Ich glaube schon. Also man kann die Krawatte, die du morgen anziehst, im Internet wählen. Mein erster Gast heute Abend hat gerade 3 Filme abgedreht. Und das macht uns natürlich neugierig, ihren Geburtstag hat sie in Berlin gefeiert mit Kate Winslet. Herzlich willkommen, Alexandra Nelde. Sehe ich das richtig? Du bist nicht mehr ganz so blond wie das letzte Mal. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt ein bisschen natürlicher geworden. Ist das deine natürliche Haarfarbe? Nein, ist ein bisschen noch gesträhnt. Also sonst bin ich straßenköterblond. Wirklich? Ja. Ja? Und das, dieses, also langweilig. Ja, aber dieses schöne Blond, was du letztes Mal, ich finde ja, dir steht es gut. So wie dieses, du letztes Mal warst. Das willst du nicht mehr haben? Nee. Warum nicht? Das ist mir zu blond. Wirklich? Leidet man darunter? Werden immer noch diese Witze gemacht? Nee, die Witze finde ich gut. Die erzähle ich sogar selber. Aber ich wollte ein bisschen dunkler werden. Ein bisschen dunkler? Ja. Aber nicht zu dunkel, nur gesträhnt. Also die letzten 2 Filme, die ich gemacht habe, da war ich sehr dunkel. Ja. Zwischendurch ein bisschen grün. Weil auch? Das Färben ging irgendwie nicht ganz so richtig. Und dann hatte ich grüne Spitzen, das war sehr interessant. Grüne Spitzen? Ja, sieht richtig scheiße aus. Also du hast braune Haare und hier unten ist es dann grün. Also wie eine Alge. Was war das für ein Film? Schwarze McMurphy. Lief der schon? Nein, der kommt erst im April oder ja. Mai. Wie ist das eigentlich, wenn man so viele Filme dreht? Kann man die noch unterscheiden? Oder? Ich bin schon ein bisschen schizophren. Nein. Aber sonst ist alles okay. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich meine, ist das so, dass man die Filme parallel dreht? Oder dreht man erst einen ab und dann geht es mit dem anderen weiter? Oder hetzt man sozusagen aus einer Szene raus in den anderen Film? Nicht ganz. Also bei mir ist es immer so, das erste halbe Jahr habe ich frei. Ja. Und dann im Sommer fängt es an, hintereinander wegzudrehen. Ja. Und letztes Jahr war es auch so, ich habe also 3 Tage im Kinofilm gedreht. Ja. Dann habe ich in Berlin gedreht, dann hat sich mein Partner ein Band angerissen. Wer war der Partner? Tyron Ricketts. Das war für Schwarze McMurphy. Ach so, ja. Aha. Und dann bin ich nach... Entschuldige, keine böse Absicht. Nein, er ist nicht so bekannt in Deutschland, ja, oder? Ja, ich weiß. Oder na, ist doch, er bekannt, kenne nur schon, ich ihn. Oder? Ja, Tyron Ricketts, das Publikum hat ihn gekannt. Aber okay, es ist wahrscheinlich... Oder Schwarze McMurphy. Und der, ja. Das war eine an Bänder ist. Da musste der Film abgebrochen werden. Genau, für 5 Wochen. Ja. Und dann war ich in Afrika in der Zeit und habe da gedreht. Wo in Afrika? In Kapstadt. Ist das schön? Ich weiß nicht. Also am Anfang hat es mich sehr schockiert mit der Apartheid. Also die schwarzen ist das immer noch Jungs. So? Ja, auf jeden Fall. Die schwarzen Jungs liegen auf der Straße und schlafen da einfach. Und du läufst da rum, natürlich auch Mädchen. Und ich finde es schon hart. Ich dachte, das gäbe es gar nicht mehr. Doch, ja. Natürlich. Und hast du auch was von drumherum gesehen? Soll es schön sein mit Tieren und so? Mit Tieren? Ja. Ja, hast ich habe Nashorn gesehen. Ich habe keine Safari gemacht, aber ich habe auch Pinguine gesehen. Die waren wunderschön. In Kapstadt gibt es Pinguine? Ja. Ich dachte, die gibt es erst viel weiter südlich. Nee, die sind da unten so am Strand und die sind so herrlich. Die sind so süß. Und die laufen da frei rum? Ja, ich habe sogar mit denen, also war ich ein bisschen schwimmen. Wie, die sind so zahm? Naja. Sie lachen ihn jetzt. Ja, weil du so schön gesagt hast, ich habe sogar mit denen, die waren schwimmen. Nein, die sind, also es ist eben so eine Bucht, da sind die drin. Ja. Und ich bin ins Wasser gegangen, es war scheißkalt. Und dann bist du im Wasser und dann kommen die angeschwommen. Und ich hatte auch Angst. Aber wirklich wahr? Aber es sind keine Raubtiere oder gibt es so Killerpinguine, von denen man noch nicht weiß? Also mir kamen die vor wie Killerpinguine, weil die schnappen so nach dir. Was fressen eigentlich Pinguine, weißt du das? Fische. Ach so, natürlich, ja. Algen. Ich dachte gerade, sie kommen an Land, um Fleisch zu fressen, aber das machen die eigentlich nicht. Ja, und sehen die süß aus oder eher bedrohlich so aus? Eigentlich sehen doch Pinguine Nein, immer... Pinguine sind super süß, wenn die dann so rumwatscheln. Die sind schon fantastisch. Aber ich lag eben da und wollte ein bisschen braun werden. Und dann kam der an und fand mein Handtuch so interessant. Ja. Und wollte es immer wegziehen. Aha. Also ich habe natürlich nicht dolle Angst gehabt, weil die waren ja nur so groß. Aber trotzdem, das ist ein wildes Tier. Wie, ein Pinguin ist nur so groß? Ja, es waren keine Königspinguine, weil die sind so groß. Ja, auch nicht größer. Na doch, natürlich so und so ein Unterschied. Ja gut, aber ich hatte Pinguine wirklich auf mich riesig, dass sie so groß sind. Also für dich wirken Pinguine riesig. Nein, wenn man sie immer so sieht. In der ja, in der Natur. So. Ich habe mal mit einem also geschwommen. Und okay. In der Natur. So Naturfilme sehe ich häufig.
Haben Sie den Eindruck, so ein Pinguin ist 1,70 Meter? Das ist ja völliger Quatsch wahrscheinlich, ich oder? Ich glaube, die größten sind 1,20. Wie lange hast du denn da gedreht in Südafrika? 4 Wochen und eine Woche habe ich noch angehangen. Privat? Mhm. Und dann kann man da Urlaub machen oder ist das Team nervös, dass man sich verletzt oder Unfälle baut und die Dreharbeiten müssen abgebrochen werden? Sie sind schon nervös, also sie lassen sich abends nicht weggehen. Also das durfte ich nicht. Auch wenn ich am nächsten Tag frei hatte, ich durfte nicht mal irgendwie ein bisschen das Nachtleben von Kapstadt erkunden. Ja. Dann hieß es immer, nein Alex, viel zu gefährlich, du bist blond, das geht nicht, bleib schön zu Hause. Da sitzt man da, wo sitzt man, im Hotel, im Wohnwagen? Ja, dann hast du im Wohnwagen. Also, in so einem Trawler oder Trailer schon, oder wie heißen die? Ich darf im Hotel schlafen, wenn ich nicht drehe. Da muss ich nicht im Wohnwagen bleiben. Also ich hatte so ein kleines Apartment mit Gitter vor den Fenstern und vor der Tür. Warum, wegen Moskitos? Damit ich nicht gehe, nein. Es war irgendwie, es ist Erdgeschoss gewesen. Ja. Und die haben, weiß ich nicht, anscheinend wird man ausgeraubt, keine Ahnung. Also mir ist nichts passiert, die ganze Zeit nicht. Das klingt ja, aber viele fahren doch, also viele verbringen doch Flitterwochen oder sowas in Südafrika. Also vielleicht ist das auch eine Übervorsicht von so einem Team, oder? Ist es wirklich so gefährlich? Also, weiß ich nicht, mir ist nichts passiert. Ja, aber wahrscheinlich präventiv, dass man sagt, hinterher macht man sich Vorwürfe. Hattest du so einen Aufpasser vor der Tür stehen? 2. Nein, ich hatte ja meine Gitterstäbe. Ach, das waren Stäbe? Das waren wirklich Stäbe? Das waren nicht so Moskitonetze? Nein, es waren richtige Stäbe. Auch vor der Tür? Ja. An der Tür dran? Nein, vor der Tür und dann hatte ich nochmal eine Glastür. Und die Stäbe, die muss man auch wegmachen, wenn man in die Tür reingeht, oder? Sinnig, ja. Ja, weil ich hätte gedacht, die sind auf der Tür drauf montiert und du machst die Tür mit den Stäben auf. Du brauchst 2 Schlüssel. Einmal für die Tür, für die Gitterstäbe und dann für die Glastür. Mein Gott. Mhm. Muss man immer 2 Schlüssel einstecken, wenn man aus dem Haus geht. Ja. Was war das für ein Film? Ja, das ist ja, hast du mal die Schlüssel? Ja, die für die Tür, die für die Stäbe sind weg. Ja. Was war das Film, den du mit Moritz Bleibtreu gedreht hast? Der heißt Lambok. Das ist ein Kinofilm, den habe ich hier in Köln gedreht und ist, ich weiß immer nicht, wie ich sagen soll, ich sage, es ist eine Kifferkomödie. Darf ich nicht, Entschuldigung, aber für mich ist es eine Kifferkomödie. Da wird sehr, sehr viel gekifft in diesem Film. Ist das nicht jeder deutsche Film? Fast jeder. Ja, also aber schon Komödie, lustig. Ja, sehr lustig. Spielst du die Frau von Moritz Bleibtreu? Oder nein, von seinem Partner. Wer ist das? Lukas. Lukas, ich kann deinen Nachnamen nicht sprechen, es tut mir tierisch leid. Was sind das denn für Partner? Lukas... Grushenko? Nein. Also. Brzezinski? Mach mal weiter. Brzezanowski? Nee, den kennt man nicht so. Den kennt man nicht so? Noch nicht. Er kommt aus Deutschland? Nee. Russe? Mm-mm. Jetzt Thema wechseln, es wird so unangenehm. Aus Polen? Ich glaube. Oder aus Tschechien? Nein, aus Polen. Aus Slowakei oder Slowenien? Jetzt haben wir alles durch, jetzt hör auf. Aus dem Kosovo? Hat einen Pass? Also bist aber, es freut mich, dass du da so gut zu Fuß gefasst hast mit den Filmen, weil viele steigen aus solchen Serien aus und danach wird es trist und so. Bei dir ist es ja nicht der Fall. Jetzt machst du aber richtig privaten Urlaub ohne Filme, ja? Wo? Ja, in Thailand, also Asien. Das heißt, ich habe heute gelesen, Leute mit deutschem Butterbrot werden nicht mehr in Thailand reingelassen. Nehme ich auch nicht mit. Ja, wegen Maul- und Klauenseuche. Man glaubt, in Thailand, die Butterbrote wären das Gefährliche. Ach so. Ja. Das heißt, du fliegst also mit einem Jumbo voll deutscher Männer dort runter. Und Frauen. Und Frauen. Ja. Du fährst mit Freundinnen weg? Ja, mit 3 Stück. Also sagen wir es so, 2 kenne ich davon nicht, ich kenne nur eine. Aber wir sind unten zu viert mit dem Rucksack und dann schauen wir uns alles so ein bisschen an. Ihr trefft euch dort? Ja. Und die 2 anderen kennst du nicht? Nee. Ist da nicht Stress vorprogrammiert? Nein, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich vorher noch nicht kennt. Doch, ich glaube, das ist ganz gut. Genau wie im Big Brother Haus. Die ersten 4 Wochen ist alles okay und dann streiten sie sich. Das stimmt. Und dann fahre ich nach Hause. 4 Frauen und mit dem Rucksack. Geht ihr das auch durch den Dschungel und so? Oder was wollt ihr da machen? Naja, sagen wir es so. Also ich nehme zwar einen Rucksack mit, damit es bequemer ist mit dem Tragen, aber zurück werde ich bestimmt mit einer Tasche, einem Rucksack und noch einer Tasche nach Hause fliegen. Einkaufen natürlich. Aber ich werde schon im Hotel unter einem Bungalow sein. Ich drücke euch die Daumen. Seid vorsichtig. 4 attraktive junge Frauen allein. Es sind ja wahrscheinlich überwiegend Deutsche, die euch dort unten dann, wenn überhaupt, belästigen. Das glaube ich auch. Das heißt, man kann sie mir sagen, nimm die Poten weg. Und lass uns nicht so lange warten, bis zu deinem nächsten Besuch. Du warst fast ein Jahr nicht hier. Ja, stimmt. Ja? Okay. Aber du arbeitest so viel. Schon dich ein bisschen. Danke, mache ich. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Ja, also, viel Spaß. Dankeschön. Und komm gut zurück. Mein nächster Gast, dein lieber Freund unserer Show, der König am Nachmittag im ZDF Risiko. Herzlich willkommen, Kai Böcking.
Ich habe das letztes Mal schon gesehen. Ich sehe deine Sendung sehr gerne, ziemlich häufig. Es ist sehr, sehr unterhaltsam und es freut mich, dass ihr damit so großen Erfolg habt. Ja, es ist kleine bisschen Wahnsinn am Nachmittag im ZDF. Und ich freue mich auch. Ich meine, die Quiz-Sendungen sind ja alle mittlerweile schwer angesagt. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass wir 500 Sendungen geschafft haben von Risiko. Habt ihr jetzt auch schon, ja? Ja. Und wir waren vor allem die Ersten. Ich meine, das vergisst man ja heutzutage. Wo die es wird so schnell vergessen. Ja. Was habt ihr die 500. speziell gefeiert? Wir werden noch feiern. Also wir haben sie ausgelassen eigentlich so im regulären Programm und werden eine Abendsendung machen dann hoffentlich. Ein Special, wo Prominente mit Hobbys spielen. Und wenn wir genug Prominente finden, die Hobbys haben, ist das Problem. Stimmt, die meisten Prominente haben ja keine Hobbys. Nee, die haben Geld und alles, aber irgendwie keine Interessen mehr. Aber nee. Ich meine, vielleicht wäre es für dich... Ich selber habe wahnsinnig viele Hobbys. Zum Beispiel? Also ich Modellflugzeug, oh, ist schön, ja. Laubsäge arbeiten, Aquarium. Laubsäge arbeiten finde ich sehr schön. Und Minigolf natürlich. Minigolf ist auch nicht schlecht. Also wenn du 7 Fragen zum Thema Minigolf beantworten könntest, dann... 7 Fragen zum Thema Minigolf. Wo du gerade sagst, du lebst ja auf dem Bauernhof, ne? Ja. Wie kriegst du da jetzt was mit so von diesem ganzen BSE Maul und Klauen? Ja, und so? Ja, gar nicht. Also wir haben verrückte Maulwürfe, aber Gott sei Dank irgendwie keine verrückten Rinder. Auch nicht in der Nähe, weil ich wohne so ein bisschen außerhalb von München und da sind Gemüsebauern. Also die sind schon auf dem Trip, kein Fleisch mehr. Und ich habe einen Nachbar, der baut, glaube ich, irgendwie auf 10 Hektar Schnittlauch an. Ja? Also er ist ein ganz Verrückter. Ich mag ihn unheimlich gerne. Ich verstehe ihn zwar nicht, weil 10 Hektar Schnittlauch. Ja. Also richtig, der ist immer nur sät und dann wird abgemäht und dann verkauft er diese kleinen Pötte, die du immer im Supermarkt kaufst, wenn du einkaufen gehst. Ja. Ach so, das macht er dann. Das macht er, ja. Vielleicht ist er der Schnittlauch-Mogul. Und hat wahrscheinlich, ja. Vor allen Dingen BSE-frei und nichts mit Seuchen, also richtig kommt sauber. Kommt aber, glaube ich, im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr ist das Gemüse dran. Glaubst du? Ja, ich glaube. Alles verseucht, alles vergiftet, alte Bestände und so weiter. Man hat jetzt keine Zeit, das Gemüse runterzuschreiben. Weißt du, jetzt muss das Fleisch abgemacht, dann kann es keiner mehr hören. Und es muss doch noch eine Sache geben, die wir überhaupt essen können. Ansonsten wäre es ja dann wirklich ganz schlecht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, man sollte irgendwie gar nichts mehr essen, sondern nur noch trinken. Wasser. Bier. Bier. Jetzt in der Fastenzeit. Fastest du? Überhaupt nicht, nein. Nichts. Ich habe auch nicht gefeiert. Also ich habe den Karneval auch links liegen lassen. Und, wirklich? Obwohl, du glaube ich, ist Neues, oder? Ja, aber ist ja rein. Der rheinische Jung. Aber wir sind ja eher so Schützenfestfreunde. Ne? Wir haben es dann eben so mit dem Karneval. Ne? Und in München ist ja gar nichts mit Karneval. Der Fasching da ist ja ziemlich langweilig eigentlich und da passiert nicht viel. Wirklich, oder? Ja. Langweilig in München? Ja, die sind mehr so in München drauf. Die machen Bälle und irgendwelche Feste, aber nicht so Straßenkarneval. Wie hier, diese urtümliche Volksfreude auf der Straße. Das mit dem Alkohol, das machen die ja nicht tagsüber. In München? Nee. Nein. Also Bayern, das ist schon mustergültig. Ja. Ist das da schön? In Bayern? Wo du lebst? Ja, landschaftlich? Es ist halt platt. Plattes Land. Keine Berge, aber ich sehe die Berge so ganz entfernt. Ach so. Ist halt grün. Ja, weil mit Bayern verbindet man immer die Alpen und so, aber das ist also das flache Land. Ich bin beim ZDF und das kannst du nicht bezahlen. Also die Leute, die bei Sat.1 arbeiten, die wohnen in den Bergen und wir beim ZDF, wir wohnen vor den Bergen. Nein, die Leute bei der Sat.1 wohnen hinter den Bergen. Wenn ich das jetzt wieder gesagt hätte. Ah ja. Du warst nie bei einem Privatsender, Kai? Nee. Nie, never ever. WDR und dann ZDF. Obwohl ZDF ist ja auch ein Privatsender. DF! Ne, wird da ganz privat geführt von einem Mann. Ja, und Professor Dr. Stolte. Den ich grüße, an dieser Stelle bitte. Grüße. Und von mir auch. Nochmal bedanke. Aber das ZDF behandle ich gut. Also du hast ja gute Projekte, ja? Diese ganzen großen Galas. Kann man ja anders sagen. Also läuft Risiko sensationell und das ist wirklich toll. Ich bin froh, dass ich diese Sendung habe. Ja. Weil, vor allem, weil es sehr schwer war am Anfang und bin natürlich sehr stolz, dass es funktioniert. Und langsam komme ich auch in das Alter, so näher mich den 40 und da hat man im ZDF auch eine Chance, aus dem Nachmittag rauszukommen in das Erwachsenenfernsehen. Und, und what happened to Rock'n'Roll? Genau. Ja. Und du warst ja eine Sendung mit dem miesen Weiße, mit Pavarotti. Ja, also ich werde halt ein paar schöne Sachen machen dieses Jahr. Ja, sag mal, das sind doch Traumorte, wo das stattfindet. Pavarotti und Friends ist in Modena, habe ich letztes Jahr schon gemacht, sehr schön. Ja. Und dann gibt es... diesen Latino Lucci. Wir machen einen großen Event, es wird Wetten, das wieder geben in Rom, in Italien dieses Jahr im Sommer. Aha. Und wir werden 2 Tage später, wenn alles klappt, einen Latino-Abend machen mit Ricky Martin, Jennifer Lopez, Carlos Santana, wenn sie dann alle kommen und wie sie alle heißen. Und das werde ich moderieren, freue ich mich sehr drauf. Auch in Rom? Kolosseum, Rom, großartige Kulisse und dann geht's ab. Das ist aber toll. Ja, finde ich auch. Also das sind so Sachen, das ZDF komischerweise kommt jetzt auf den Trichter und machen auch ein bisschen ein fetzigeres Programm, was ich sehr gut finde und ich hoffe, ich bin der Richtige dafür. Mit Sicherheit. Und ich glaube, es ist auch das Revival von Musiksendungen. Ja, ne? Es geht doch alles so zyklisch. Weißt du, jetzt das Quiz und irgendwann ist mit dem Quiz wieder nicht vorbei, aber schwächt ab und dann kommen die Musiksendungen und dann bist du schon... Dann habe ich die schon gemacht. Ich bin all hier. Das hieß ja, dass wir beim ZDF sozusagen mal vorneweg wären mit Sendungen. Das war die aber immer. Eigentlich, oder? Das ZDF ist im Grunde so weit vorne weg, dass schon wieder hinten ansteht. Ja. Weißt du? Ja. Weil das er hat recht. Er ist so. Oh! Ich wollte,
Du bist geblitzt worden. Ich auch. Ich wollte gerade noch erzählen, dass dieser Erfolg von Risiko natürlich ein Schritt zum Superstar ist im Fernsehen. Nicht nur im ZDF, sondern überhaupt. Und das merkt man daran, dass man nicht mehr einfach durch Radarfallen durchrasen kann, so wie früher. Du kennst das ja, ne? Ja. Du hast wahrscheinlich auch so eine CD an deinem Rückspiegel dran, dass, wenn man geblitzt wird, man es nicht sehen kann. Und ich bin in Stuttgart gewesen mit meinem kleinen Wagen. In meinem kleinen Wagen. Und normalerweise habe ich dann immer diese Bescheide von Radarfallen weggeschmissen und habe gesagt, meine Frau war es oder irgendjemand anders. Ja. Und habe es jetzt wieder versucht in Stuttgart, in deiner Heimatstadt. Ja. Also in meinem kleinen Wagen dadurch eine Radarfalle gebraust. Was hast du für ein Auto? Raus mit deiner Marke. 911er, Porsche. Porsche. Und wollte ihn gerade zurückgeben, also habe einen anderen abgeholt. Ja. Ach, in Zuffenhausen. Ja, und hab dann gedacht, na, wie praktisch, also schreibst du mal schön rein, diesen Anhörungsbogen, war ich gar nicht mehr, weil irgendeiner von Porsche, der hat den Wagen wahrscheinlich nochmal ausgefahren oder zurückgefahren. Und ich bekomme 3 Wochen später, ich hab's auch mitgebracht, sonst glaubt mir das eh kein Mensch, von der Stadt, Landeshauptstadt Stuttgart, ein Bescheid, wo dann drunter steht, sie wurden geblitzt, bla bla bla, Höchstgeschwindigkeit um 24 Kilometer überschritten. Und jetzt kommt's, aufgrund gefertigter Fotos von der ausgestrahlten TV-Sendung Risiko. Am 2.2. wurden sie eindeutig als Fahrzeugführer erkannt. Freunde, ich meine, dann hat man es geschafft, oder? Das ist das. Also. Fantastisch. Warst du noch stolz, ne? Ja, nein, was ich geil finde ist, A, ihr in Stuttgart könnt Videorekorder bedienen, finde ich schon mal erster Punkt. Zweitens, dass überhaupt diese Frau, wie heißt sie nochmal, eine ganz nette Frau muss das sein. Schwendle, oder wie? Nee, eine Frau Ziel. Frau Ziel. Frau Ziel, die grüße ich hiermit. Frau Ziel, hätten Sie schon die Beschwerde von der Herr Begging losgeschickt? Mit seinem Porsche! Ich finde das aber wirklich gut. Wie schnell der Herr Begging? Ja, 24 zu viel reicht nicht für Fahrverbot. Aber wie war das Limit? 60. Und da 24 zu viel? Das ist beim Porsche ja nichts. Das ist ja ein Problem. Nee, aber das gibt keine Punkte. Das gibt Punkte und es gibt Geld. Wie viel kostet das? Ja, bisher hat es 100 gekostet, wahrscheinlich nach der Sendung heute Abend. Wie viele 300. Punkte gibt es? 3? Ja. Ist das richtig? Ja, ich habe auch 3 gekriegt. Aber vielleicht guckt der Frau Ziel. Autobahn, hätten Sie mich geblitzt, gell? Wie schnell? 143 bei 120 oder so. Zwischen Eichelberg und Ulm, permanent Radar. Man muss fairerweise sagen, steht dran. Ja, aber. Ich gesagt, who cares? Geld spielt keine Rolle. Und haben Sie sich gleich erkannt? Hast du es zugegeben oder hast du erst versucht, das irgendwie auf irgendjemanden zu schieben? Nee, ich reagiere da immer nicht. Und dann kommen Herrschaften und sagen, Sie waren es. Und ich sage, nimm doch Platz. aber auch mit Videoaufzeichnung, so Sendung kontrolliert oder nicht? Nee. Ich fahre ja immer so, dass ich gut getroffen werde. Weißt du? Es war klar. Also. Aber jetzt mal ohne Quatsch, dieser Trick mit dieser CD an dem Rückspiegel soll angeblich helfen. Ja, aber das finde ich unfair. Ich stehe zu diesem Staat, zu seinen Gesetzen und ich finde, wenn ich übertrete, möchte ich bestraft werden, und zwar hart. Hi! Ja? Das war schon wieder, Junge. Du musst öfter kommen. Das sagst du jedes Mal. Ja, warum kommst du? Du kommst auch noch einmal im Jahr. Ja, ich kann auch jedes Halbjahr kommen. Mach doch diesen Aufruf, das finde ich gut, das Thema. Natürlich, ganz klar. Also wir suchen einen Kandidaten, der sich mit dem Thema Harald Schmidt auskennt. Bisher haben sich nur Ex-Freunde von ihm beworben von... Die wollen wir nicht haben, die kriegen alle noch Geld von Harald. Also, wer Lust hat, ernsthaft, wir suchen für Risiko jemanden, der alles über Harald Schmidt weiß. Sexuelle Vorlieben, was isst der, was trinkt der, welche Haustiere hat er, welche nicht. Also bewerben. Im Grunde ist das dasselbe Thema. ZDF Risiko und dann kommt ihr dran. Wir haben jetzt auch eine Kandidatin zum Thema Kai Böcking, freue ich mich sehr. Aber das ist toll. Kai, mein Lieber, viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Kai Böcking, bleib sitzen, Junge. Nein, bis morgen, gute Nacht.